hoffe, es können mich alle verstehen. Liebe Gäste und liebes Brautpaar, ich begrüße euch alle recht herzlich hier im Sophienhof auf diesem wunderschönen Fleckchen Erde. Ihr seid alle gekommen, weil ihr neugierig seid. Ihr wollt sehen, wie zwei überaus glückliche Menschen aussehen. Ja, dann haben wir alle das gleiche Motiv hier zu sein. Wenn ich jetzt so vor mich schaue, hat sich das Erscheinen auf jeden Fall schon gelohnt. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass es eine große Ehre für mich ist, heute hier vor euch zu stehen. Trotzdem bin ich natürlich unglaublich angespannt. Da ist sie wieder, diese psychophysische Korrelation, auf Deutsch Nervosität. Aber das macht es ja gerade so spannend. Ihr seid übrigens das allererste Paar, vor dem ich so eine Art freie Trauansprache halten darf. Für euch ist das natürlich auch ein Privileg. Ihr alle wisst sicher, dass meine Kollegin Claudia in Wolframshausen heute Morgen schon den rechtlichen Grundstein eurer Ehe gelegt hat. Nur ist es in Thüringer Standesämtern nicht möglich, unter freiem Himmel zu heiraten. Außerdem gibt es kaum einen Trauort, der es möglich macht, so viele Menschen unter einen Hut zu bekommen. Ja, da bin ich eigentlich, was mache ich eigentlich hier? Mein Name ist Sebastian Kleinpeter und ich bin Standesbeamter in Ihrfeld. Aber heute bin ich so eine Art Zuhälter im Positiven, quasi ein Mittelsmann oder besser ein Bote. Euch liegt am Herzen, dass alle Menschen, die euch wichtig sind, live und direkt sehen, dass ihr euch gegenseitig bis an das Ende eures Lebens versprecht. Meine Aufgabe ist es also nicht, den sowieso schon geschehenen Rechtsakt an sich zu vollziehen, sondern neben eurem Ehegelöbnis das bedeutendste Jahr eures Lebens, dem Bekenntnis eurer unendlichen Liebe vor den Augen aller entgegenzunehmen. Mir ist bewusst, dass ihr eure Kennenlerngeschichte selbst am besten kennt. Trotzdem werde ich heute meinen Fokus darauf richten. Erstens ist es vor allem für eure Gäste sehr interessant und zweitens sollte es euch Spaß bereiten, entspannt in Erinnerung zu schwelgen. Und dazu muss ich noch anfügen, dass ich euch heute ganz schön auf die Folter spannen werde, denn ich habe jeden Fakt, den ihr mir bei unserem Treffen erzählt habt, berücksichtigt. Zum Abendbrot sollten wir aber durch sein. Nun also zu eurer Love Story. Wie hat das mit euch beiden eigentlich angefangen? Alles begann im Februar 2013 beim Grimmeröder Jugendkarneval in Sachsenhafer-Handwagen. Johanna hatte einzig ihrer Trauzeugin erzählt, dass sie den Christian sehr interessant findet. Antje nahm das zum Anlass, um Christian aufzufordern, doch mal einen Sekt unter anderem auch für Johanna auszugeben. Cool, wie Christian ist, besorgte er den gewünschten Sekt, stellte ihn auf den Tisch und dann hat er seinen Auftrag erfüllt. Er machte ohne Gespräch einen Abgang. Theo, der Trauzeuge von Christian, erzählte ihm an den Abend, dass ein Mädchen aus Petersdorf auf ihn stehe. Christian entgegnete Theo in ähnlichen Worten: Ja, das ist schön. Christian war auch kein bisschen neugierig. Einen Tag danach erhielt Christian eine Freundschaftsanfrage bei Facebook von Johanna. Facebook, das ist im Übrigen so ein soziales Netzwerk in diesem Internet, das Menschen mit ihren Freunden, Arbeitskollegen, Kommilitonen und anderen Mitmenschen verbindet. Mit so einer Freundschaftsanfrage ist es natürlich noch nicht getan. Also nahm sich Johanna ein Herz und schrieb den Christian an. Langsam checkte er auch, was ihm Theo beim Karneval sagen wollte. Es ging daraufhin einige Nachrichten zwischen den beiden hin und her. 4 bis 6 Wochen später sollten sie sich im Clubhaus in Nordhausen treffen. Johanna war an diesem Abend zunächst erstmal wichtig, dass Christian keine weißen Schuhe trug. Das wäre ein Grund gewesen, die ganze Sache abzublasen. Antje vergewisserte sich also nach Johannas Aufforderung, ob Christian weiße Schuhe anhat. Dem war aber zum Glück nicht so. Aber warum war das ein Kriterium für Johanna?
Was es mit den weißen Schuhen auf sich hat, kann ich nicht sagen. Ich habe mich aber einfach mal grundsätzlich informiert. Augen, Hände und Geruch. Auf diese drei Dinge achten Frauen beim Kennenlernen zuerst. Der zweite Blick sollte sofort ein Stockwerk tiefer wandern. In Richtung Schuhe. Denn das Schuhwerk kann erste Hinweise auf den Charakter eines Mannes liefern. Christian kann man ganz sicher der Kategorie bzw. dem Schuhstil Budapester zuordnen. In einer seriösen Quelle im Internet stand wortwörtlich: In diesen Schuhen steckt meist ein materialistischer Macho, schweres Wort. Dieser Mann hat Stil, Geld und ist elegant. Er weiß ganz genau, was er will, bei seinem Schuhwerk, im Job und bei den Frauen. Dumm nur, dass ihn darum jeder haben will. Der Budapester-Träger ist ein Typ für spaßige Stunden, ein Mann, der die Frau auf Händen trägt, zumindest temporär. Ihn zu zähmen ist eine echte Herausforderung. Klischee Latin Lover. Und das passt ja wie die Faust aufs Auge. Lass mal das mal so stehen. Weiter in der Geschichte. Johanna war an dem Abend im Clubhaus sehr aufgeregt, sodass sie ununterbrochen redete. Ich bin kein Psychologe, aber das ist wahrscheinlich so eine Art Zwangsneurose. Ich komme später noch einmal darauf zurück. Positiv zu bemerken ist, dass Christian auch gleich seine Schwiegereltern in spe kennenlernen durfte. Mit seinem Charme hat Christian sicher einen formidablen Eindruck beim ersten Bewerbungsgespräch mit Johannas Ellis hinterlassen. Trotzdem hat damals im Clubhaus ja noch niemand an das gedacht, was kommen sollte. Ihr beide habt euch sehr gut verstanden an dem Abend, sodass Johanna am Mittwoch nach dem Wochenende Christian in seinem Reich, seiner Wohnung in der Altstadt besuchte. Es folgten also uferlose Stelldicheins. Johanna war demnach im Prinzip so gut wie jeden Tag bei Christian. Da ich damals direkt gegenüber gewohnt habe, kann ich das sogar bezeugen, ja. Am 1. April-Wochenende sollte es wieder einmal ins Clubhaus gehen. Wie abgesprochen, kleideten sich beide in Rot. Sie traten also im Partnerlook auf. Da fällt mir was ein, da gab es doch so einen Deichkind-Song. Ein Schritt vor, ein zurück. Du und ich, ganz verrückt. Alle staunen, jeder guckt. Alle wollen den Partnerlook. Die Partnerlook-Geschichte ist den beiden gut in Erinnerung geblieben, sodass sie den 6.4.2013 als ihren Jahrestag festlegten. In meinem Vorgespräch mit den beiden gaben sie zu, dass sie sich in den ersten Monaten gar nicht so gut verstanden haben. Johanna hatte eigentlich nicht so große Lust auf Beziehungen. Vielleicht hatte sie Angst, etwas zu verpassen, hat sich mehr erhofft. Christian war durch die federleichte Gleichgültigkeit auch genervt. Die Spitze des Eisbergs war ein Streit. Es gab eine große Misshelligkeit, weil Christian nicht bei dem Gewässer-Gaudi-Festival aufgetaucht ist. Er besuchte einige Veranstaltungen, aber eben nicht das Clubhaus. Das war der Gipfel. Eine absolute Frechheit. Trotz alledem habt ihr nicht aufgegeben. Eure Devise ist: Wenn es holprig wird, steigt man nicht aus, sondern schnallt sich an. Und so geschah es Ende Juli. Zwischen euch beiden sollte es von da nur noch bergauf gehen. Denn eines Tages hat Johanna auf ihrem Profil bei Facebook ihren Beziehungsstatus von "Ich gehe mit meiner Laterne in einer Beziehung mit Christian Lautenbach" geändert. Ja, das war so eine Art Richtungsweisung für euch. Johanna musste feststellen, dass es nicht mehr ohne ihn geht. Bei einem Spaziergang in Petersdorf hat Christian seiner Johanna die Liebe erwidert. Aus diesen Informationen konnte ich schlussfolgern, dass sich die beiden ja doch mögen. Ja. So richtig gefunkt hat es also erst im Verlauf eurer Beziehung. Im Mai 2014 sind die beiden dann ins Kinderzimmer von Johanna gezogen. Christian gab seine Wohnung in der Altstadt auf. Ihr wart dann mal weg. Dieser Schritt resultierte aus einem Plan.
der sah und sieht so aus, die oberste Etage im Haus von Johannas Eltern auszubauen. Dann stehen den beiden etwa 100 Quadratmeter Wohnfläche mit allem Drum und Dran zur Verfügung. Das funktioniert aber auch nur, weil sich Christian sehr gut mit den Eltern und auch mit dem Bruder versteht. Ihr seid absolute Familienmenschen und es ist nicht selbstverständlich, dass man sich mit den Eltern so gut versteht. Für euch wie ein Hauptgewinn im Lotto. Damit ist klar, dass es euch nicht, wie von mir zunächst vermutet, grundsätzlich um den guten Service des Hotels Mama geht. In dem Haus in Petersdorf entsteht also gerade euer eigener Happy Place. Da die Frage nach dem Lebensmittelpunkt sehr schnell geklärt war, sollte nun der nächste Schritt folgen. So langsam wurde es ernst. Christian machte sich eines Tages auf den Weg, suchte seinen zukünftigen Schwiegervater auf und sagte ihm mit ähnlichen Worten: Peter, es ist soweit. Ich muss dich mal was fragen. Peter, na dann frag mal. Christian stellte die entscheidende Frage. Er hielt um die Hand von Johanna an. Peter antwortete ihm mit: Ja, tu es. Für Christian war das eine Sache des Respekts. Es zeigt, welche Wichtigkeit er der Entscheidung beigemessen hat. Die Frau gefunden zu haben, die er liebt, mit der er sich vorstellen kann, sein ganzes Leben zu verbringen, ist ein großes Geschenk. Aber dazu noch die Zustimmung und den Segen der Eltern zu erhalten, ist wie ein Schleifchen drumherum. Nun galt es für Christian also einen passenden Augenblick und den richtigen Ort zu finden, an den er die Frage aller Fragen stellen kann. Und das hat er ganz gewiss. Valentinstag 2015 sollte es geschehen. Christian lud einige Leute, die VIPs der beiden, zur Gastwirtschaft Brauner Hirsch nach Sophienhof ein. Auf dem Parkplatz soll die Zeremonie stattfinden. Unter den wichtigen Leuten waren die Eltern, die besten Freunde und die Trauzeugen. Um die Überraschung nicht zu versauen, fuhren sie mit dem Auto jedoch nicht über den kürzeren Weg über die Eisfelder Talmühle, sondern über Rote Sütte. Dass sie nicht direkt hinten auf dem Parkplatz fuhren, begründete Christian damit, dass dort ein Oldtimer-Treffen stattfindet. Ja klar, ein Oldtimer-Treffen am 14. Februar. Im Nachhinein wurde Johanna übrigens bewusst, warum ihr Bruder Paul untypischerweise ein weißes Hemd an diesem Tag anzog. Sie stellten also das Fahrzeug ab. Christian war so in Trance, dass er Johanna allein losstiefeln ließ. Es war so glatt, dass Johanna ausrutschte und beinahe hinfiel. Christian realisierte überhaupt nichts mehr. Aber dann war es endlich soweit. Johanna kam auf den Parkplatz und sah diese wahnsinnig große Überraschung. Die Familie und Freunde warteten mit selbstbeschriebenen Plakaten auf. Darauf standen die Worte: Willst du meine Frau werden? Ja, nein, vielleicht. Und Schilder mit der Aufschrift: Mr. und Mrs. Lautenbach. Es lag ganz viel Liebe, aber auch Anspannung in der Luft. Christian, ein Gentleman der alten Schule, machte den Antrag ganz klassisch per Unterwerfungsgeste. Vor dem Kniefall bemerkte er jedoch den dreckigen Erdboden. Anzughose schmutzig machen? Nein, danke. Ganz pragmatisch schnappte er sich sein Weib und verlagerte sein Heiratsgesuch, die Bitte um lebenslänglich, einfach um ein paar Meter. Ich würde dazu gern wissen, was damals in Johannas Kopf vorging. Zumindest wissen wir alle, was sie geantwortet hat. Sonst wären wir ja heute nicht hier. Kurze Anekdote am Rande. Vor dem Tag des Antrages war Karneval in Grimmelrode. Einige in sein Vorhaben eingeweihte Freunde machten gefährliche Andeutungen, auch im Beisein von Johanna. Zum Teil wurde Christian schon beglückwünscht. Seine wohlmeinende Reaktion: Halt die Fresse! Seit dem Tag des Heiratsantrages könnt ihr es eigentlich kaum erwarten, euch endlich gegenseitig zu versprechen. Am 14. Februar diesen Jahres wart ihr dann wieder zur gleichen Zeit am gleichen Ort
und habt euch an den Moment des Antrages erinnert. Eine süße Idee. Aber es kommt noch besser. Ihr seid echt so crazy. Am 23.07.2015 habt ihr schon einmal einen Hochzeitstag gefeiert. Ihr habt eine -1-Hochzeitsfete im Garten in Petersdorf veranstaltet. Ihr habt nicht nur eine Torte gebacken, nein, ihr durftet sogar schon die Tradition, einen Stamm zu sägen, zelebrieren. In diesem Stamm wurden eure wichtigsten Daten eingebrannt. Das Zusammenkommen, der -1. Hochzeitstag und natürlich der heutige 23.07.2016. Der Stamm war und ist also mehrfach zu durchtrennen. Symbolisch steht das Zersägen des Holzstammes im Übrigen für den Beweis, dass das frisch gebackene Paar körperlich anstrengende Aufgaben bewältigen kann und für die in der Zukunft stehenden Aufgaben gewachsen ist. Wer den Rhythmus vorgibt und anleitet, wird später in der Ehe auch das Sagen haben. Ich habe da auch schon so eine Tendenz im Kopf, aber ich behalte es mal für mich. Nächstes Thema, Erholung. Auch gemeinsamer Urlaub nimmt für euch einen hohen Stellenwert ein. Euer erster gemeinsamer Urlaub ging nach Hamburg zu eurem Cousin, also ein Cousin von einem von euch beiden. Dabei hattet ihr zusätzlich das Vergnügen, einen Trip auf Helgoland zu machen. Wichtige Ziele, die euch außerdem verbinden, sind Kralmüritz an der Ostsee, Rügen, Usedom, Barcelona und nicht zu vergessen Neudorf im Harz mit seinem Birnbaumteich. Zwischendurch ging es für Christian unter anderem mit dem Trauzeugen Theo ohne Johanna nach Brno in Tschechien zu einem Motorradrennen. Da der Aktivurlaub 5 Tage ging, war für Johanna die Verabschiedung besonders schwer. Sie musste weinen. Zu eurem Alltag habt ihr mir zu verstehen gegeben, dass Christian alles isst, was Johanna kocht. Denn das kann sie sehr gut. Johannas Spezialgericht sind Nudeln mit Tomatensoße. Das klingt jetzt zwar nicht nach Haute Cuisine, aber ich habe erfahren, dass Johanna sehr experimentierfreudig ist. Also zumindest beim Essen machen, um Christian auch in diesem Punkt nicht außen vor zu lassen, erwähne ich, dass er auch schon einmal für Johanna gekocht hat. War ich jetzt auch schon zweimal, das ist ja schon ein paar Tage her. Es gab Omelette und gebackenen Ziegenkäse. Berühmt ist sein Nachtisch, sein Dessert. Dabei handelt es sich um Quark mit geschmolzener weißer Schokolade, welcher anschließend mit Himbeeren drapiert wird. Ja, der Christian hat Geschmack. Das sieht man ja auch bei der Auswahl seiner Braut. Johanna mag Lakritze, Christian aber gar nicht. Christian hat sogar mit dem Rauchen aufgehört, aber aus freien Stücken. Also er wollte es auch selbst. Das Schlüsselerlebnis war der Ostseeurlaub im September 2015, als er feststellen musste, dass sein Geruchssinn hinüber ist. Alle schwärmten von der guten Luft und wie das alles riecht. Christian merkt überhaupt nichts mehr. Außerdem sagte Johanna mal zu Christian, du stinkst, du piep, piep. Spätestens danach war Christian klar, dass er das Rauchen aufgibt. Ich weiß, dass ihr beiden generell ein bisschen gesünder leben wollt. Ich hätte da einen Partner für euch, der euch richtig gut unterstützen könnte. Dafür, dass ihr etwas für eure Gesundheit macht, werdet ihr auch belohnt. Da gibt es, ich sag mal, so eine Art Firma, die in diesem Bereich etwas ganz Interessantes anbietet. Ich empfehle euch, macht mit bei Generali Vitality und tut das für was für eure Antioxidantien. Ihr werdet es nicht bereuen. Was verbindet euch außerdem? Euer gemeinsamer Lieblingsfilm ist ziemlich Beste Freunde. Verständlich. Ein wirklich fabelhafter Streifen. Keine Ahnung, wie ich darauf komme, aber hier passt aus meiner Sicht der Fakt, dass Christian für Johanna nicht nur der größte Schatz auf Erden ist, sondern auch ihr aller bester Freund ist. Wusstet ihr eigentlich, dass Christian nicht gerade multitaskingfähig ist?
Das bekommt Johanna zu spüren, wenn sie versucht, gestern etwas zu erzählen, wenn sie beide einen Film schauen. Zu seiner Entschuldigung muss ich anfügen, dass Johanna ohne Vorankündigung einfach losredet, wie sie gerade Bock hat. Das merkt sie selbst gar nicht so richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass das, wie vorhin schon angedeutet, so eine Art Zwangsneurose ist. Aber diese kleinen Spleens haben wir ja doch alle. Kennt ihr das? Die Klopapierrolle muss immer so hängen, dass man das Papier nach vorne hin abrollen kann. Finde ich irgendwo eine falsche Rolle, muss ich sie umdrehen. Oder wenn ich abends allein auf der Straße unterwegs bin oder allein in der Wohnung bin, kann ich nicht mit geschlossenen Augen gähnen, weil ich Angst habe, dass mir ein Verrückter eine Stange Dynamit in den Mund steckt. Ist das nicht furchtbar? Du siehst, Johanna, ein jeder von uns hat seine Marotten und Eigenheiten, die uns so besonders machen. Und wir sind immer noch nicht am Ende. Ich habe da noch eine weitere Information. Ihr beide habt einen Standard-Tanzkurs absolviert. Ich bin neidisch, aber vor allem bin ich gespannt, wie das nachher bei euch beiden aussieht. Die Tage des Freestyles sind also gezählt. Ansonsten habt ihr beide diesen Tick nicht vernünftig auf Fotos schauen zu können. Es sind immer Fratzen dabei. Und ich weiß, was das bedeutet. Das ist quasi die Revolution gegen das Normale. Christian hat eine Macke, Johanna hat eine Macke, ihr habt beide eine Macke. Aber auch deshalb passt es so gut bei euch beiden. Ihr habt euch gesucht und gefunden. Ihr habt das gegenseitige Glück, dass ihr den Menschen getroffen habt, der genau in euer Herz passt. Normalerweise würde ich nun meiner Standardrede fortfahren und dem Brautpaar zahlreiche nützliche Tipps für ihr Eheleben aus der Zeitschrift Metropolitan und anderen hilfreichen Quellen geben, wie zum Beispiel: achtet statt auf traditionelle Rollen lieber auf eure individuellen Talente. Wenn man selbst besser kocht und sie besser mit Finanzen umgehen, warum dann ständig pleite sein und verbrannte Kartoffeln essen? Oder: Liebe heißt, niemals um Verzeihung bitten zu müssen. Wer auch immer diesen Quatsch behauptet, hat wohl noch niemals einen Kaschmir-Pullover zu heiß gewaschen oder einen Speicherstand auf der Playstation überschrieben. Lieber heißt natürlich auch, manchmal um Verzeihung bitten zu müssen. Augenblicklich habe ich nicht nur genug erzählt, sondern ihr seid das allererste Paar, welches ich vermähle, bei dem ich mir wirklich ganz sicher bin, dass ihr diese Tipps überhaupt nicht benötigt. Nun dürfen wir ein wenig verschnaufen. Jetzt kommt gleich euer gemeinsames Lied Wasabi von Clean Bandit, vorgetragen von Mara und Lene. Dieser Song ist so bedeutsam für euch, dass ein Hinweis dazu den Oberschenkel von Johanna ziert. Solange ich bei dir bin, gibt es keinen Ort, an dem ich lieber wäre. Now let the music play. There's no place I'd rather be. No, 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 no place.
There's no place I'd rather be. With every step we take, Kyoto do the be strong as a casualty. Mein liebster Chris Sikorski, du und ich und du, wir zwei ab jetzt für immer. Genau jetzt beginnt unser Rest des Lebens. Du bist mein Herz, du bist mein Lächeln, du bist mein ganzes Glück. Du bist mein allerbester Freund. Ich verspreche dir, dir immer ein genauso guter Freund zu sein, wie du es für mich bist. Und ich verspreche dir, immer an deiner Seite zu sein und jeden Moment mit dir zu teilen, gemeinsam mit dir zu erleben. Ich liebe dich bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Und du machst mich heute zur glücklichsten Frau auf der Welt, weil ich deine Frau sein darf. Ich liebe dich. Also ich habe mein Zettel verloren, ich aber ich brauche kein Zettel dazu. Liebe Johanna, du machst mich zum glücklichsten Mann der Welt. Du bist meine beste Freundin und ich verspreche dir, immer für dich da zu sein und immer dein bester Freund zu sein. Und egal, was passieren soll oder wird, wir beide halten zusammen. Wir machen einfach so weiter, wie wir schon gemacht haben, weil so sind wir ein unschlagbares Team. Du machst mich zum glücklichsten Mann der Welt und ich liebe dich und meine übrigens nicht. Bevor wir zum rechtlichen, nein, nicht rechtlichen Teil kommen, zu diesem wirklich bedeutenden Moment kommen, hören wir nochmal Mara und Lina mit einem Song von Philipp Poise, Liebe meines Lebens. In diesem Moment werdet ihr euch wahrscheinlich euer gemeinsames Konzert in Dresden erinnern. Was wäre das für ein? Weil du die Liebe meines Lebens bist.
Der Schmerz in meinem Herzen, mein Leben ohne dich gewesen zu sein, weil du die Liebe meines Lebens bist, 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 weil du die Liebe meines Lebens bist. So, nun wird's ernst. Hierzu möchte ich euch bitten, euch von eurem Platz zu erheben. Es liegt mir fern, mich selbst als Gott zu bezeichnen, aber heute bin ich Amor, der Gott der Liebe in meiner Person. Omnia vincit Amor. Amor, also ich, besiege alles. Ihr könnt mir nicht widerstehen. Ich werde euch gleich unendliche Liebe einhauchen. Bei einem Ja wird der Zauber nie verloren gehen. Seid ihr bereit? Ich frage nun dich, Christian Lautenbach, willst du die hier anwesende Johanna Pietsch zu deiner Frau nehmen, sie lieben, ehren und achten, in guten wie auch in schlechten Zeiten, bis das der Tod euch scheidet, dann beantworte meine Frage bitte mit einem deutlichen Ja, ich will. Ja, ich will. Und nun frage ich auch dich, Johanna Pietsch, willst auch du den hier anwesenden Christian Lautenbach zu deinem Mann nehmen, ihn lieben, achten und ehren in guten sowie in schlechten Zeiten, bis das der Tod euch scheidet, dann beantworte meine Frage bitte auch mit Ja. Ja, ich will. Da ihr mir beide meine Frage mit Ja, ich will beantwortet habt, darf ich nun vor all den Menschen, die euch so ganz wichtig sind, verlauten lassen, dass ihr für immer und ewig alle Tage eures Lebens in Liebe miteinander verbunden seid. Als äußeres Zeichen eurer Verbundenheit, dieser Verbundenheit, solltet ihr nun die Ringe tauschen. Ja, Christian, jetzt darf ich deine Braut küssen. Ja, das war's. Ich habe nun die Ehre, euch als erstes beglückwünschen zu dürfen. Ja, das ist wirklich gut. Das ist wirklich ja. Ja. So, ja. Ihr seid frei.
Ja. In uns Schatten und Land im Asphalt. Leg deine Hand mal auf mein Herz, weil mein Herz ist kalt. Über den Wolken schwebt ein Traum, schiebst du sie für mich weg. Wir spielen Räuber und Gendarm, du kennst mein Versteck. Du schiebst mich an, wenn ich nicht mehr kann. Du bist mein Mann, komm, stört dich an mir verfangen. Du schiebst meinen Neukind, stell dich mein Mann. Thank you.
bottom has und eins ist unser Wille, weil du schiebst mich an. Geh mal einen Schritt vor, Christian. Ich krieg mich nicht beide drauf. Ich freue mich so. Irgendwie rutsche ich immer näher. Da ist dieses Kleid nicht kaputt. Ich könnte ja auch mal weiter hin. Wir rücken auch irgendwie immer weiter vor. Und du kaufst heute keinen A. Oh. Das habe ich schon gekauft. Da noch Kamera. Das kannst du glauben. Ja, ich mache das bei dir zuerst. Okay. Oh, oh, wahrscheinlich so viele nicht. Das freut echt. Rückt ja immer Puppe. Mein Mäuschen. Ich habe auch nicht in deinen Beinen hinaus. Nein, ich war nicht. Ich war nicht. So. Das ist gut. Dankeschön. Danke schön.
Und vor allem viele Kinder. Ja, genau. Dankeschön, dankeschön. Ja, da auch. Ja, also. Hallo. Hallo. Dankeschön. Ziemlich überhaupt noch? Na klar. Na gut. Ja, ja. Okay, alles Liebe, alles Gute. Vielen Dank. Aber sei vorsichtig. Dein Mann hatte eben ein Messer mit. Ja, das stimmt. Ja. Da ich was ab, irgendwas musste ich abschneiden. Ich weiß nicht, ich habe gesagt, dann sagte die Mutti von ihm, das ist, für wen ist das, habe ich gefragt. Er sagte, das ist für die, das ist für die Braut, für die Frau. Oh. Und da habe ich gesagt, da sind wir aber noch da. So kennt man sich. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Alles Liebe, alles Gute, aber es klappt schon. Ja. Wir sind jetzt 35 Jahre verheiratet, Herr Regenbogen. Ja. Wo ist er denn? Das Abjahren? Ja, da hinten im Helljackett, ja, ja. Und es war Stress super für uns. Auch Stress. Morgen gut. Okay. Dankeschön, danke schön. So ja, viele Leute. Auch alles Gute, ne? Alles Gute wünsche ich dir. Und es mindestens genauso lange hält wie bei uns. Ja, danke. Wir bauen auf dich. Ne? Okay. Wenn so insgesamt so lange hält wie bei allen zusammen, dann bleiben wir 500 Jahre mindestens verheiratet. Möchten Sie noch jemanden grüßen? Den Christian. Den Christian. Alles Gute. Dankeschön. Fix klar. Danke. Hallo. Christian, wir können das wohl nicht, aber ich wünsche dir trotzdem alles Gute. Dankeschön. Alles, alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Ja. Alles Gute. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Ja, viel Glück. Ja, danke. Ey, na? Alles Gute. Dankeschön. 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 Jetzt sieht es so schön aus. Herzlichen Glückwunsch. Alles, alles Gute. Alles, was du willst. Du hast gesehen. Alles, was du alles Gute. Vielen Dank. Ne, oder? Denke ich auch. Das sieht total schön aus. Ich habe nicht mit so einem Kreis. Wir haben alle schon so spekuliert. Ja. Alles Gute. Danke. Ich bin richtig jetzt zweimal mit mir. Dankeschön. Danke. Danke. Alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Danke. Das ist alles dafür. Alles Gute. Ich wollte nach dem Bild gucken. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Viele, viele Kinder. Alles Gute für euch. Danke. Ich wünsche alles Gute, meine Lieben. Du sagst uns, wenn ihr Kinder kriegt. Das machen wir auch. Strecke. Irgendwann wird man es ja merken.
Arm so mal wollen. Alles Gute. Alles Gute und viele schöne Jahre. Christian, alles Gute. Dankeschön. Ah. So, na? Sag auch Hallo. Alles Gute wünschen. Dankeschön. Dankeschön. Moment. Anna, Dankeschön. Alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Wer hält jetzt die Kamera? Ach so, ja. Wer hält jetzt die Kamera? Warte, mach mal ein Selfie. Alles gut, Johanna. Und danke für alles. Ich übernehme. Übernehme. So, jetzt nochmal. Viele schöne Jahre. Bis ans Ende. Träume in Erfüllung gehen. Ich hier, guck mal da hin. Hier, auch mit Kaffee. Komm hier. Jens, mach mal. Chef. Sehr schön. Aber jetzt hätte ich doch gern das Pausenformel erlernen. Aber ich wollte auch mit drauf. Oh, ich würde richtig gern meinen Wasser auch. Ja, könnt ihr jetzt auch gleich. Gut, danke schön. Ich habe nämlich noch eine Minute. Dann ist. Eigentlich ist doch da wenigstens ein Ritz drin. Siehst du und ich. Jetzt kannst du einmal frei. Ja! Oh, ihr seht, es ist schön stumpf. Achso, ich darf nicht schieben, ne? Wie geht's denn? Die großen Leute, die muss man links von dir haben. Johanna, lässt ihr mal. Wird auch schon mal trinken. Nein, komm, jetzt zieh jetzt durch. Drehen wir nochmal rum. Mach da hier mal rein. Ja, ein Junge! So sollte es ja auch sein. So, ja, danke. Ja. Hey, letztes Jahr hatten wir zweimal Hochzeit. Ja. Ich will mal über die große Welt.
Ich und du.